Mahlzeit, Geimpfter. Wir müssen uns mal unterhalten. Wir müssen miteinander reden. Von Mann zu Mann. Soll ich dir was sagen? Ich hab die Schnauze voll von dir. Du gehst mir auf den Sack. Ich habe keine Geduld mehr mit dir. Mir reicht's. Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du! Und soll ich dir mal sagen, wieso? Weil du mir auf den Sack gehst. Du greifst in mein persönliches Leben ein. Ob direkt oder indirekt spielt für mich keine Rolle, es passiert. Und das nervt mich einfach. Ich habe noch nie kritisiert oder noch nie mit dem Finger auf dich gezeigt, wenn du dich impfen lässt. Gegen eine Krankheit, die sowieso nicht tödlich ist in den allermeisten Fällen. Und so gar nicht habe ich mit dem Finger auf dich gezeigt, dass du dich mit dem Impfstoff impfen lässt, über dessen Langzeitstudien so gut wie gar nichts bekannt ist. Das ist ein Risiko. Aber du bist bereit gewesen, es einzugehen. Ich habe dich nicht dafür verurteilt. Warum sollte ich? Es ist dein Körper. Du kannst dann machen, was du willst. Du kannst dir mit einem Messer in die Haut aufritzen. Du kannst dir tätowieren lassen. Du kannst hier im Sadomaso-Studio von einem Domina die ganze Haut mit der Peitsche kaputt kloppen lassen. Es ist mir alles scheißegal. Interessiert mich nicht. Es ist dein Körper, deine Entscheidung und du musst damit leben. Die Konsequenz tragen, wenn irgendwas schief läuft. Was ich aber nicht mehr hinnehmen werde, ist diese indirekte Schuldzuweisung, die du von dir gibst in meine Richtung, weil ich mich nicht impfen lassen will. Weil ich mir einfach mal das Recht nehme, meinen Körper vor einem Impfstoff zu schützen, bei dem ich nicht weiß, was er mit mir anstellt. Ich nehme tatsächlich mein Recht auf körperliche Unversehrtheit in Anspruch. Und dafür zeigst du mit dem Finger auf mich? Dumme Sau! Nee. Jetzt ist Feierabend. Ich kann aber neben wirklich viel ertragen, aber irgendwann ist Schluss. Ich möchte einfach, dass du mich in Frieden lässt. Ich möchte dich mal an ein paar Dinge erinnern, die wichtig sind. Erstens, mit deinem scheiß Fingerzeig und der Befürwortung der Maßnahmen, die gerade stattfinden, die immer mehr Richtung Zwang gehen, und deiner ständigen Befürwortung und der Fingerzeigerei und der Unterstützung der Hetze, weil du zu einem Ja sagst, schließt du mich vom Leben aus. Und die andersrum. Ja? Kann den Spruch schon nicht mehr hören. Die Ungeimpften, die rauben mir mein Leben. Nein, du Arschloch. Du klaust mir mein Leben. So sieht es nämlich aus. Du befürwortest die Maßnahmen, die Ausgrenzung, die Hetze, die hier stattfindet. Du hättest doch damals genauso mit dem Finger auf gewisse andere Menschen gezeigt. Da ist der Böse. Der böse J. Der muss weg. Das hättest du an dieser Stelle genau getan und sag aber nicht, dass es nicht so ist. Es ist so. Du hättest mit dem Finger auf die J-Zeit, hättest du gesagt. Liebe Männer in einer komischen Doppelblitzuniform, da ist er, verhaftet den! Genauso wie jetzt mit der Ungeimpften passiert. Aber es ist eine Verharmlosung dieser Vergleich, ne? Du glaubst tatsächlich, dass wenn du zu einem Jahr sagst, es irgendwann vorbei sein wird. Ich möchte dich mal an eine ganz einfache philosophische Grundlage erinnern, die wirklich sehr wichtig ist. Für das gesamte Leben. Der Weg in die Verantwortung, in die verantwortungsvolle Freiheit, ist nicht Ja zu sagen, sondern Nein. Ich will das nicht. Hast du vergessen, nicht wahr, Geimpfter? Hast du völlig vergessen, oder? Nein zu sagen. Ich möchte mal ein kleines Beispiel machen. Gedankenbeispiel. Stell dir mal vor, ich komme zu dir an, sperre dich in den Raum und fang an, auf dich einzuschlagen. Was ich in der Hand kriege. Schlagring, Baseballschläger, mit bloßen Fäusten. Dann sag ich dir, noch nur 20 Minuten. Dann höre ich auf der Kanzel raus. Und du hältst still. Und ich denke mir, Alter, wie geil ist das denn? Ich kann dir verprügeln, du hältst still und ich kann machen mit dem, was ich will. Ob zu teilen, sagt sich ein Ernstes, ich würde damit irgendwann aufhören? Nee. Weil ich dann gelernt habe,
dass ich Macht über dich habe. Das ist das Problem. Hey, Geimpfter, meine Frage. Hast du Kinder? Bist du erziehungsberechtigt für deine eigenen Kinder? Hast du das Recht, deine eigenen Kinder zu erziehen? Dann wirst du ja bestimmt wissen, dass man Kindern ab und zu mal Grenzen zeigen muss, damit sie nicht zu weit gehen. Alleine schon aus Schutz ihnen selbst gegenüber. Oder würdest du, wenn du zu einem Ja sagst, auch dabei zusehen, wenn dein Kind eine heiße, glühende Kohle anfasst? Anstatt zu sagen, nee, mach das nicht. Das ist gefährlich. Du kannst dich verbrennen, dir wehtun. Hast du völlig vergessen, oder? Du hast vergessen, dass die gesamte Bevölkerung hier viel mehr Macht hat, als die Behandels, die im Bundestag sitzen und uns das Leben diktieren. Hast du auch vergessen, ne? Dass man zu allem Nein sagen kann, dass wir mehr sind. Was will die Regierung machen? Gefühlte 80 Millionen Leute in Knast stecken oder in Existenz berauben? Wenn alle 80 Millionen Nee sagen, wie soll das bitte schön funktionieren? Verrat mir mal, ihr Impfter. Das verstehe ich nicht. Wie gesagt, von mir aus kannst du dich so viel impfen lassen, wie du willst. Ist mir scheißegal. Du kannst dich literweise von dem Zeug abhängig machen. Ne? Ist ja vielleicht auch so eine Verschwörungstheorie. Ne? Erstmal den Leuten von der Spritze abhängig machen und dann sind sie hörig. Ne? Bald geht's ans Geld möglicherweise. Dann ist es keine Nötigung mehr, dann ist es Erpressung. Und trotzdem stehst du da und sagst ja. Und ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Weil genau diese Ja-Sagerei braucht mich meines Lebens. Ich will dir mal sagen, wie es bei mir momentan aussieht. Ich habe extreme Stimmungsschwankungen. Weil ich das Gefühl habe, nirgendwo mehr dazugehörig zu sein. Gut, vorher war ich auch schon sehr introvertiert. Aber ich habe gerne mal zum Beispiel im Sommer in der Eisdiele gesessen, habe mal Eis gegessen. Oder war gerne mal gelegentlich in einem Burgerschuppen, um einen Burger zu essen. Als gesunder Mensch darf ich das nicht mehr. Weil du all das befürwortest. Weil du Angst hast um deine Existenz. Weil du halt vergessen hast, dass wir so viele sind, die, wenn wir einfach nur zusammenhalten, trotzdem schaffen, diese Scheiße zu überstehen. Aber nein, du hast ja Angst davor, dass du dein Geld nicht mehr ausgeben kannst für irgendwelchen sinnlosen, überteuerten Scheiß. Ja? Für irgendeinen Blödsinn, den du sowieso nicht brauchst. So wie Tyler Durden in Fight Club gesagt hat. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos. Machen Jobs, die wir hassen und kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Hast du mal drüber nachgedacht? Hilfe, wenn ich nee sage und meinen Job verliere, kann ich mir der nächste iPhone 5000 nicht leisten. Und den tollen Ferrari auf Leasing raten, den möchte ich auch gerne haben, den ich für den Rest meines Lebens abbezahlen muss und meine Enkelkinder auch noch dazu. Weil ich egoistische Dreckschwein bin und nur an mich denke. Es gibt keine anderen Menschen neben mir, nur ich alleine. Das ist der große Fehler, mein Freund, den du machst. Das ist einfach so, ich kann es dir anders sagen. Weißt du, hättest du nicht mit dem Finger auf die nicht geimpften Leute gezeigt, hätte ich meine Fresse gehalten. Ich hätte nichts gesagt. Weil ich das Gefühl gehabt hätte, du tolerierst meine Entscheidung genauso wie ich deine Entscheidung toleriert habe, dich impfen zu lassen. Das ist ja deine persönliche Entscheidung. Interessiert mich ja nicht. Gib mich ja nichts an. Du musst mir nicht erzählen, ich frage nicht danach. Nein, werde ich nicht tun. Aber gleich erwarte ich auch andersrum von dir, mein Freund. Ich möchte, dass du mich in Frieden lässt. Ich möchte nicht, dass du mit dem Finger auf mir zeigst und sagst, dass der Böse nicht geimpfte. Ich sehe deine Blicke, wenn ich in die Bahn einsteige und keine Maske aufhabe. Manchmal bade ich in den Blick. Manchmal regt es mich auf. Manchmal lache ich drüber. Wir steuern gerade auf eine Richtung zu, die mir absolut nicht gefällt. Und wenn dann kommt, was ich denke, werde ich nächstes Jahr mein Job los sein. Dann stehe ich ohne alles da. Und sollt ihr sagen, warum? Weil ich bereit bin, gegen meine Prinzipien zu arbeiten. Ich habe jetzt schon mehr mit mir machen lassen, als ich eigentlich will und wollte. Und bin darüber erschrocken gewesen. Wie bereit ich tatsächlich bereit bin mitzumachen, weil ich das Geld brauche für meinen minimalistischen Lebensstil, den ich habe. Ich gönne mir ja kaum was. Ich wusste nicht wozu und warum. Ich will einfach nur meine Ruhe und meinen Frieden und Frieden mein Leben leben. Ich möchte, wann immer ich die Lust dazu verspüre, mal wieder einen Burger essen gehen oder ein Eis oder mal ins Kino. Aber du lässt mich ja nicht, weil du ständig Ja sagst. Ich kann es dir auf dir nur sagen. Und aus noch anderen Gründen wäre mein Job wahrscheinlich los, wenn weiter so geht. Weil dann irgendwann heißt, erstens, ich muss hier impft sein,
Und zweitens, dass sich wahrscheinlich Leute aufgrund ihres Gesundheitsstatuses auch des Ladens verweisen muss. Oder des Arbeitsplatzes, an dem ich gerade zu tun habe. Und spätestens da heißt es für mich nein. Ich werde mich nicht impfen lassen und ich werde keine anderen Leute aufgrund ihres Gesundheitsstatuses vom öffentlichen Leben ausschließen, auch nicht auf Befehl. Damit würde ich gegen mein Prinzipien und gegen mein Gewissen handeln. Und darauf habe ich keine Lust. Glaubst du tatsächlich allen Ernstes, dass ich noch abends mit so einem Gewissen einschlafen könnte? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war mal tätig im Auftrag der deutschen Sicherheit für die Deutsche Bahn. Ja, gut. Ich war jetzt ein bisschen drauf ausgedrückt. Aber jetzt, was ich sagen will. Ich war im Auftrag der DB Sicherheit unterwegs. Wenn ich da jetzt heute noch wäre und ich hätte die Order gekriegt, jetzt hier im Winter 2021 Obdachlose des Bahnhofs zu verweisen, weil sie diese 2G-Regeln nicht befolgen können. Und die werden da draußen in der Kälte vielleicht sehr verreckt, weil wir draußen Minusgrade haben. Meinst du wirklich, ich hätte noch in Ruhe schlafen können, wenn ich dann wüsste, dass ich daran schuld wäre, dass er in der Sturm ist mit der Kälte? Ich fragte jeden einzelnen Arschloch da draußen, der tatsächlich diese Maßnahme durchzieht. So menschenverachtend kann doch keiner sein, um das wirklich zu erdulden. Wäre ich heute noch in dem Bereich tätig, ich hätte eiskalt gesagt, nein, mache ich nicht. Könnte mich meinetwegen für rausschmeißen, ist mir egal. Aber das ist der Weg, der uns bevorsteht, wenn du weiter ein Ja sagst zu allem Scheiß, der hier passiert, mein lieber geimpfter Freund. Dass wir irgendwann Leute vielleicht sehr verrecken lassen, wie jetzt im Winter zum Beispiel, wenn sie draußen von einer Kälte erfrieren, weil sie uns wöhnen können. Wenn wir tatsächlich gegen unsere Prinzipien handeln müssen, auf Befehl, mit meinem Gewissen zum Beispiel nicht vereinbar sind. Kann ich nicht, würde ich nicht, werde ich nicht. Und deshalb werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich meinen Job verlieren. Weil dann im Büro heißt nur noch 2G. Für kein Geld dieser Welt werde ich meinen Körper der Regierung in der Hand geben und auf meine körperliche Unversehrtheit verzichten. Das läuft nicht, das kannst du vergessen. Niemals. Ich möchte auch noch mit einem Newton Gewissen einschlafen und das ist der einzige, worauf es ankommt. Mir ist egal, was mit mir passiert. Ich werde schon irgendwie klarkommen. Bin bis jetzt immer klargekommen. Irgendwie habe ich es immer geschafft. Mit oder ohne Hilfe. Das spielt dabei keine Rolle. Deswegen habe ich die Schnauze voll von dir, mein lieber Freund. Fang wieder an, Nein zu sagen. Du hast nicht so viel zu verlieren, wie du denkst. Du kriegst ja was zurückgewonnen. Denk mal drüber nach. Und hör auf, mit dem Finger auf mich zu zeigen, sondern lass mich einfach in Frieden. So wie ich dich in Frieden gelassen habe. Ja? Vergiss das nicht. So, das war's. Schnauze voll. Ich bin einfach nur angepisst und sauer. Und so musst du einfach mal raus. Wir können uns gerne sachlich weiter unterhalten. Wenn du unbedingt willst. Aber eigentlich will ich gar nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich will, dass du mich in Frieden lässt, so wie ich dich in Frieden lasse. Das war jetzt mal eine Ansage, die nötig war. Damit ich mich innerlich wieder ein bisschen leerer fühle. Weil es das angestaut hat. Ja, irgendwann ist das fast voll. Das ist einfach so. Und von daher werden wir jetzt getrennte Wege hoffentlich gehen. Ich ignoriere dich und du ignorierst mich. Und den Rest werden wir schon irgendwie schaffen.